Liebes Tagebuch, Jody kam heute zu Besuch. Sie lud mich zu einem Familienessen ein, wenn ich den Fisch dazu beisteuern könne. Ich war ehrlich verwundert über die Einladung, da meine letzten Begegnungen mit ihrem Sohn Sam beispielsweise nicht ganz so glücklich verliefen. Das war zumindest mein Eindruck. Vielleicht ist die Einladung ja auch als eine Art Friedensangebot gedacht. Zuletzt, als ich zu Besuch war, hat Sam beispielsweise versehentlich seinen Snack fallen gelassen. Das habe ich Jody natürlich auch so erzählt, als sie fragte, was passiert sei. Hätte ich da lügen sollen, um Sam in Schutz zu nehmen? Ähnliches auch ein paar Tage davor. Sam bekam Ärger mit Levis, weil er etwas unachtsam mit seinem Skateboard experimentierte. Mit Jody und Kent kam ich auch in eine etwas unangenehme Situation. Kent stritt sich mit seiner Frau, weil sie ihm Popcorn zubereitet hatte, aber dabei nicht berücksichtigt hat, dass das Geräusch vom Popcorn ihn an seine Zeit im Krieg erinnerte. Ich sollte mich da nicht einmischen, aber leider war ich zufälligerweise dabei, als es geschah. In der Hoffnung, die Wogen glätten zu können, ging ich also zum Familienessen. Zum Glück ging alles gut, auch wenn Sam nicht so erpicht darüber war, dass er den Fisch putzen sollte. Dennoch war es ein schöner Abend.